So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück und tja, was soll ich sagen? Ja, der letzte Tag des Jahres, Space Engineers hat anscheinend so seine Ladeprobleme. Ja, für mich jetzt gerade hier das erste Mal, dass ich das sehe mit dieser Hilfe. Ich war jetzt lange nicht da. Ich habe geguckt, der Speicherstand hier vom LP wurde das letzte Mal am 24. September, also vor mehr als 3 Monaten, das letzte Mal genutzt. Da habe ich praktisch die letzte Aufnahme gemacht, die ihr jetzt vor ein paar Tagen gesehen habt. Das letzte Mal Space Engineers gespielt, war gar nicht so viel später, und zwar am 30. September. Da, wo wir den letzten Livestream gemacht haben. Das heißt also auf jeden Fall, 3 Monate habe ich, weiß es jetzt gerade der 30.12., jetzt ich hier aufnehme, 3 Monate habe ich jetzt kein Space Engineers gespielt. Und ich muss sagen, das fehlte mir auch echt. Also von daher bin ich ganz froh, dass ich das momentan wieder ein bisschen aufnehmen kann. Und da ich jetzt weiß, wie alles ist, und ich weiß, dass ich jedes Wochenende zu Hause bin, brauche ich mir auch keine Gedanken machen, dass ich jetzt irgendwie was verpasse. Also beziehungsweise es nicht schaffe, aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, was ich dabei habe. Das ist der Startplatten aber nicht dabei. Das müssen wir jetzt alles mal organisieren. Select ein bisschen, okay. Er hat auch eben etliche Konflikte angezeigt mit unseren Mods. Seid mal gespannt, was gleich passiert, wenn er mich dann wieder richtig arbeiten lässt. Keine Ahnung. Ich habe auch, ehrlich gesagt, mich nicht mit dem letzten Update beschäftigt. Ich habe nur gesehen, hier Air Tightness, also hier wegen Luftdichte. Okay, das sieht jetzt echt ein bisschen problematisch aus. Was ist denn da los, ey? Dann müssen wir mal schauen. Bisher tut sich ja gar nichts. Pause geht auch nicht. Okay. Interessant. Naja, auf jeden Fall habe ich eigentlich vor, genauso weiterzumachen. Das größte Problem wäre jetzt natürlich eigentlich, wenn die Mods, die gerade dafür sorgen, dass die Welten jetzt so belebt sind, die ganzen NPCs, weil die schienen eigentlich die Probleme zu haben, wenn die jetzt auf einmal nicht mehr funktionieren. Ich glaube, ich habe bei einer gesehen, dass sie mittlerweile stillgelegt ist. Und das wäre echt richtig scheiße. Ja, das wäre richtig, richtig kacke. Okay. Ich sehe nicht, dass sich da irgendwas tut. Das gefällt mir nicht. Das ist ja doof. Ah, sowas ist immer nervig, wenn sowas passiert, ne? Du bist ja froh, dass du endlich wieder loslegen kannst. Und dann kommt genau sowas. Yay. Ätzend. Oh, warte. Da tut sich was, aber ich glaube nicht unbedingt. So ein Scheiß. Ätzend. Aber schön, dass uns da jetzt alles von Grund auf erklärt wird. Total toll. Ich bin ja so glücklich und zufrieden damit. Ich glaube nicht, dass sich hier irgendwas noch tut. Dann werden wir wohl Space Engineers nochmal starten müssen. Tja, ich mach das mal zu. Hat ja keinen Sinn. Schön übrigens, dass wir den Sound immer noch haben. Keine Panik, ihr kriegt gleich wieder ein Bild. Ich muss nur Space Engineers nochmal raussuchen, dass es endgültig geschlossen wird. Weil ich hier immer noch den Sound auf dem Kopf. Wo ist es denn? Nö, angeblich ist es komplett geschlossen. Naja, dann probieren wir das mal. Ich traue dem Ganzen nicht so gerade eben. Ein Fehler. Anwendung läuft noch. Das ist ja interessant. Tja. Komisch, ne? Wenn er sagt, die Anwendung läuft noch. Wie soll das funktionieren? Etwas sehr eigentümlich, aber gut. Ja, doch, dass ich es gerade entdeckt. Wow, okay, ja.
Das hat ordentlich Speicher gefressen. Ist sowieso interessant, dass Space Engineers halt so massiv viel frisst. So, keine Panik. Ich kann gleich wieder ein Bild kriegen. Naja. Vielleicht läuft das besser jetzt, wo die ganzen Mods entsprechend mit Updates versehen hat. Interessanterweise, was ich ein bisschen komisch finde, sind die Ladezeiten jetzt. Vorher waren die Ladezeiten, ich weiß, sorry, dass ihr jetzt kein Bild habt an der Stelle, aber kommt gleich. Die Ladezeiten vorher waren ja eigentlich echt deutlich kürzer geworden. Naja, mit dem Update da im September, was es kam, oder kurz vorher, waren auf einmal die Ladezeiten ja um ein Vielfaches kürzer geworden, was sehr, sehr angenehm war. Und jetzt auf einmal... Genau, das war... jetzt auf einmal sind die Ladezeiten gefühlt wieder Ewigkeiten groß. Oh, okay. Nee, dann war das wohl wirklich nur, weil wir es eben seit Ewigkeiten das erste Mal geladen haben. Also zumindest das eben dauerte schon Ewigkeiten hier, dieser Prozess, bis ich zum Ladebildschirm kam. Eben. Nur wenn man das gleich besser ist. Also das ist so, wo ich jetzt hoffe, dass es sich einfach bewahrheitete, was ich eben vielleicht vermutet habe, dass es nur war, weil wir das seit 3 Monaten das erste Mal wieder gestartet haben und er die ganzen Updates für die ganzen Mods und sowas dann entsprechend laden musste. Also ein bisschen meine Hoffnung. Denn das ist schon nervig. Ja, also ich habe mich ja dazu entschieden, 3 LPs jetzt zu machen. Also 3x die Woche 3 LPs. Ist eigentlich ganz okay. Ne? Also bei mir so ein bisschen das fehlt, dass da ein Spiel ist, was endlich ist. Also was auch mal irgendwann aufhört, wo man dann eine Story spielt und die dann irgendwann zu Ende ist. Also wo man das Spiel wirklich abschließen kann. Wir haben jetzt 3 Spiele, die praktisch nie zu Ende sind. Rein theoretisch kann man die bis ins Endlose ziehen. Rein theoretisch. Ja, da bin ich noch nicht so ganz angetan von, muss ich sagen. Also keins davon möchte ich eigentlich aufhören im Moment. Also würde es eher so darauf hinauslaufen, dass ich vielleicht dann noch ein 4. dazu nehme. Vielleicht. Was vielleicht dann einmal die Woche kommt mit einer etwas längeren Folge. Vielleicht am Wochenende oder so. Wo man dann halt irgendwas spielt. Was weiß ich, Tomb Raider oder was ich schon mal angesprochen hatte, dass wir die Assassin's Creed-Reihe weitermachen. Da bietet sich das dann auch an, eine längere Folge aufzunehmen. Ne? Das finde ich eigentlich ganz okay. Na, wäre zumindest eine Überlegung wert. Meiner Meinung nach. Moa. Ja, ansonsten, wie waren die letzten 3 Monate? Praktisch ihr, also alles, was ihr jetzt gesehen habt in der letzten Zeit, ist praktisch auch 3 Monate alt. Das heißt, der Stand ist auch von vor 3 Monaten gewesen, von dem, was ich da erzählt habe. In der Zwischenzeit ist ja ziemlich viel passiert, ne? Bin ja seit 1.10. bei der Armee. Ja, mein Minecraft fleißig dabei, wurde zwischendurch mal in dem einen oder anderen Livestream. Ich glaube, 2-mal habe ich einen Livestream zwischendurch versucht. Und nur kurzfristig, also ganz kurz gemacht. Der weiß, dass sich da vieles getan hat. Und ja, jetzt mittlerweile bin ich in meiner Stammeinheit. Bin da eigentlich auch ganz glücklich und zufrieden. Das heißt eigentlich, kann man streichen. Bin dort glücklich und zufrieden. Auch wenn ich noch nicht alles oder vieles kennenlernen konnte, durfte. Es geht jetzt so ab Januar fängt das jetzt an. Und dann bin ich schon wieder auf den nächsten Lehrgängen. Es ist halt jetzt relativ Schlag auf Schlag alles. Ja, mal gucken. Und wenn alles klappt, werde ich wohl... Mal überlegen. Rechnen. Ja, so im 3. Quartal umziehen. In 2019. Also das letzte Quartal in 2019. Ja. Also so vierte Quartal 2019. Dritte Quartal. Ich habe eben 3. Quartal überlegt, aber nee, das ist ein doofer Zeitpunkt. Also 4. Quartal beziehungsweise dann 1. Quartal 20 werde ich dann umziehen, wenn das alles dabei bleibt. Ja. Also... Bleibt interessant. So, mal gucken, das ist ja... Kann es sein, dass... Ja, guck mal, Achso, er lädt gerade das. Ich würde sagen, da fehlen hier von die Bohrer. Aha. Okay. Ich muss erstmal mit der Steuerung wieder zurechtkommen. Ja, auch Synthetic Food und so weiter und so fort.
Geh mal kurz unten hin. Hauptsache, sonst kommt hier kein Gegner irgendwie entgegen oder zu uns ran oder was auch immer. Hauptsache, keiner kommt zu uns. Das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich. Ich brauche Stahlplatten. Das geht. Das können wir machen. Ja, wir müssen ein bisschen was machen. Also wenn wir jetzt schon hier so viel Zeit durch irgendwelche technischen Probleme verbracht haben, beziehungsweise verschwendet haben, was echt schade ist, dann müssen wir das jetzt auch wieder aufholen. Ja, auf jeden Fall. Das muss noch geändert werden. Das gefällt mir nicht. Ja, kurze Orientierungslosigkeit. Ach ja, da hinten. So. Genau. Also hier ist noch offen rein. Theoretisch hätte ich auch hier lang gekonnt, aber ach, naja. Wie es dann nicht immer so ist. Wenn man das hätte gekonnt haben könnten, machen, wollten, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Dann hätte man das genauso wenig auch sein lassen können. So. Jetzt muss ich nur überlegen und grübeln. Also ich glaube, ich möchte hier noch eine Schleuse reinmachen. Einfach damit ich, leichter rein raus kann. Oder so ein rundes Fenster, das hätte auch was. Haben wir da nicht irgendwas gehabt? Hm, oh, so eine. Ja, nee, nicht so richtig ist das auch nicht. Ach, Mist. Hm. Ja, ist irgendwie alles nicht so das, was ich will. Ja, hier haben wir diese Glaspanelen, aber. Könnte man hier einen kleinen Kreis nehmen, ne? Aber wir sehen selbst das. Ist schon ordentlich. Das ist halt falsch für uns. Also für unsere Zwecke falsch. Das heißt, bleiben wir hierbei. Dann hätte ich gerne das Grün. Ah, schön, dass die Farben noch da sind. Hm. Sehr gut. Okay. Ja, Hauptsache ist weg. Ja, wir müssen jetzt halt gucken, dass wir hier die Wand zumachen und uns so ein bisschen darum kümmern, was wir schon mal angesprochen hatten, dass wir die ganzen Räume hier mal fertig machen. Also das, was schon seit Ewigkeiten eigentlich in Planung ist, dass das mal durchgezogen wird. Und dann entsprechend die Basis sicher gemacht wird. Vor dem nächstbesten Angriff, der sicher erfolgen wird. 100 Pro. So, jetzt ist nur die Sache. Das hier gefällt mir nicht. Muss halt ein bisschen geändert werden. Ah, viel besser. Hallo? Ja, sehr schön. Ja, hier müssen wir das mal ein bisschen so machen in der Richtung, ne? Ich weiß, vielleicht nicht unbedingt die schönste Variante, aber auf jeden Fall eine, mit der ich leben kann. Ja, und das zählt doch eigentlich. Ah, toll. Wie ich diese Felsen hasse, die einfach mal meinen Weg blockieren. Ah, super, schon wieder Stahl, alle. Oh, was geht mal hier vorne? Hier unten war doch irgendwie der Zugriffspunkt. Naja. Nein, wir haben keine Stahlplatten mehr. Das hilft.
Versuchen wir es mal. Warte mal. Stein, genau. Achso, halt Eisen. Ja, haben wir auch schon. Na, Magnesium. Wir brauchen ja. Ich darf nicht vergessen. Wie hieß denn das Ding nochmal? Verdammt. Assembler, ja, aber wie heißt es? Ach, verdammt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Montageanlage. Oh mein Gott, das ist echt. Ja, 3 Monate. Ne, überleg mal, du spielst ein Spiel 3 Monate lang nicht, bei dem es wichtig ist, dass du weißt, was du machst. Also gewisse Sachen weiß ich einfach noch, ja, klar. Es ist so wie atmen oder sowas, ne? Aber trotzdem. Holla die Waldfee, ey. Das ist schon. Ein bisschen krasser, finde ich jetzt. Definitiv vorher noch mehr. Na, da noch ein bisschen was zu tun. Da kommt schon noch ein bisschen. Sehr schön, nehmen wir das erstmal mit. Den Rest kann er produzieren in der Zeit und wir kümmern uns hier um dieses Bohrloch. So, reicht das schon? Reicht das nicht? Ja, wer weiß denn das, ey? Schrecklich. Ich brauche neue Musik, ey. Ja. Okay, sollte eigentlich reichen, denke ich mal so, ne? Das ist so spontan gesagt. Sehr spontan gesagt. Einfach mal so. Genau. Sehr schön. Das sieht doch schon fast gut aus. Ich möchte das allerdings nicht so kurz, also so klein lassen. Okay, ja, das ist schon besser. Alles weg, alles weg, ich sag euch. So. Muss ich sagen, ich freue mich ja sehr aufs nächste Jahr, wegen den ganzen Spielen alleine schon, ne? Mal neues Gears of War, neues Halo. Also ich hoffe, dass das neue Halo dann rauskommt. Eigentlich müsste es. Beziehungsweise spekulieren wir alle darauf. Ich weiß natürlich nicht, dass es stimmt, aber ach, es wäre so episch. Wir brauchen mal Zeit langsam wieder. Hier oben drauf entsprechend. Ah, verdammt. Nicht genug. Schrecklich. Ja. Ja, also Filme kommen ja auch zum Beispiel etliche cooler raus, muss ich sagen. Ne? Also da bin ich auch gespannt. Hier gerade. Was Pokémon auch angeht, zum Bleistift, also einer davon. Von den vielen Filmen. Avengers der neue. Es sind ja etliche Filme, die hier rauskommen, wo man dann so gespannt sein darf, was sich da so tut, wie sich das Ganze entwickelt und was alles Schreckliches geschieht. Ja. Auch viele sehr hochspekulative Sachen, gerade bei Avengers, ne? Also, wie die Leute da am Spekulieren sind momentan, wer denn stirbt, wer zurückkommt, wer definitiv endgültig tot ist. Also, ja, schwierig. Selbst wenn man versucht, das mittlerweile mit den Comics irgendwie zu argumentieren. Ich finde, das lässt sich eigentlich aktuell gar nicht mehr realisieren. Also, es ist wirklich nur noch ein bisschen Rätselraten und irgendwelche Wüstenhypothesen aufstellen.
und sie mit irgendwas zu versuchen zu rechtfertigen, das funktioniert eigentlich nicht so richtig. So, aber das hier, genau. Sehr schön. Guck dir das an. So. Ja, wenn wir hier die Wand haben, ist der Raum ja auch fast fertig. Also mehr oder weniger fast. Ich hätte auch wieder Bock, so ein richtiges Raumschiff zu basteln. Ja, ich glaube, das machen wir als nächstes. Also wir haben dieses kleine Minischiff, habe ich ja gesehen, ne? Das ist, lebt immer noch. Den wir zuletzt Eis geholt haben. Wo auch immer das sein mag, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Nein! Ausgerechnet jetzt. Na, warte. So, tanken wir halt hier auf. Na, passt sicher auch an sich. Tja. Was soll ich sagen? Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Lasst euch gut gehen. Kommt gut rüber ins nächste Jahr. Feiert ordentlich, nicht zu wild. Denkt dran, Feuerkörper, vorsichtig sein und so weiter und so fort. Keinen Schwachsinn machen, keinen Stummsinn. Und dann sehen wir uns dann im neuen Jahr wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker.